Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Race Room Racing Experience. Natürlich wieder auf der Nordschleife und nicht auf irgendeiner Variante, sondern heute mal auf der Touristenvariante. Wir stehen da hinten rum, da wo auch der Rose steht. Wir haben uns ein Gruppe 5 Fabcar 935 geangelt, denn das wird ziemlich abgehen. Und ja, ich hatte eigentlich gehofft, hier fährt nochmal einer entlang für den Sound. Nee, macht leider keiner. Okay, gehen wir zurück in unsere Kiste. Da sitzen wir nämlich schon und haben die schöne Martini-Lackierung ausgewählt. Unten rechts seht ihr übrigens das neue Head-Up-Display, die neue Mini-Data-Anzeige, was ziemlich nice ist. Drehzahl, Geschwindigkeit, Gang, Sprit, Schaden und so weiter. Hat man alles drin und sehr kompakt, naja, in einer Ansicht zusammengefasst. Das gefällt mir sehr gut. So, wir gehen ins Cockpit. Wir sitzen im Porsche, also im Fabcar 935 mit bis zu 800 PS. Ich weiß nicht ganz genau, wie hoch der Turbolader hier eingestellt ist. Aber da geht natürlich schon einiges. Das ist, glaube ich, die stärkste Sau hier innerhalb der Gruppe 5. Naja, auf der Touristenvariante der Nordschleife. Sollen wir einmal kurz über den Parkplatz sneaken hier? Man fährt schon ganz schön schnell automatisch irgendwie. Guck mal da, ich lasse Kupplung los und dann haben wir 40 Sachen drauf im Standgas quasi. Das ist schon eine Menge. Allerdings hat er ja auch hier 2000 Umdrehungen Ruhedrehzahl sozusagen. Dann kann man das natürlich schon verstehen und ist ja auch nicht für den normalen Straßenverkehr gebaut, so ein Auto. Ich würde die Namen noch ganz gerne ausschalten, aber das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Ja, wir können uns, glaube ich, mal eben noch so ein bisschen umgucken hier, ne? Weil das sieht schon sehr, sehr nice aus. Da hinten die Burg. Hier schöne Schilder sind natürlich alle da, wo es sich gehört. Oh, das Schild wollte ich mir nochmal eben angucken. Auch am Start, kann man alles lesen, sehr, sehr gut. Hier gibt es auch diese Warnschilder wie in der Assetto Corsa-Variante. Müssen wir gleich mal gucken, ob da auch die Nummer draufsteht. Aber ich glaube, wir fahren erstmal dieses wunderschöne neue Stück Content. Ach, guck mal, hier geht's raus auf die Strecke. Ohne großartige Pylonen oder Slalom-Parcours, die man da noch fahren muss. Ich glaube, man kann auch einfach so durchballern am Ende. Man muss nicht in die Box, aber das werden wir uns dann nachher angucken. Wir müssen erstmal auf dieses Gruppe 5 Monster aufpassen und zurechtkommen. Sind hier online unterwegs übrigens, deswegen habe ich gerade gedacht, da fährt vielleicht noch einer her. Uah. Außerdem hoffe ich, habe ich jetzt Glück und Ruhe. Hier wurde nämlich im Haus, wurde wohl irgendwo gestemmt. Ich wurde vorgewarnt. Zwar, aber dass das so lange dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich hoffe, da können wir uns jetzt mal eben ein bisschen Ruhe erhaschen hier. Wow, habt ihr das gesehen? Thomas Oeberg ist reingekommen und dann hat's geleckt. Ja, das hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal. Da hat jemand vielleicht, wahrscheinlich mit einem neuen Fahrzeug das Spiel betreten. Den Server hier betreten. Und dann gibt es ein dickes Standbild bei mir. Da schon wieder. Alter, das ist nicht geil. Jetzt ist hier aber auch gerade was los auf dem Server. Ich glaube, es sind aber auch hier auf dem Server gerade alle Klassen aktiviert. Also das ist wirklich... Da kommst du aus dem Laden nicht raus, wahrscheinlich. Naja, müssen wir sehen, wie wir damit zurechtkommen. Ah, wir haben ja nur 4 Gänge, ich Idiot. Oh, und endlich die Gruppe 5 auf der Nordschleife in Race Room Racing Experience. Es ist so mega. Schon wieder in den 5. schalten. Der Judd V8 von BMW macht jetzt der Ettene hier keinen Platz. Kann er gar nicht so weit ausweichen brauchen. Einfach nur ein bisschen rechts rüber. Boah, Alter, habt ihr das gesehen? Immer genau, wenn einer reinkommt. Also das ist echt wirklich nicht lecker. Ich weiß nicht, ob es
an meiner Internetleitung liegt, die ja nicht die beste ist, das wisst ihr ja mittlerweile. Allerdings solche heftigen Ruckler und Standbilder. Ich denke immer, mein Rechner schmiert ab oder so. Also heftig, solche heftigen Ruckler hatten wir vorher, glaube ich, nicht. Bleiben die Räder lange stehen. Ja, wir gucken uns natürlich noch die 24-Stunden-Variante an, die ja auch mit Sachen vollgepackt ist, die ich jetzt nicht spoilern will. Aber das machen wir auch noch. Ich habe halt bloß gerade Bock auf Multiplayer gehabt und dementsprechend hat sich dieser Touristenserver angeboten, der übrigens auch gerade von einem Dev gehostet wird, glaube ich. Von einem Entwickler. Ja, JF Chaden, ich glaube, der war das. Ah, jetzt ist es aber auch hier echt scheiße. Kontakt, Rundzeit ungültig. Mann, 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 bleibt doch mal endlich auf dem Server drauf hier mit eurem Auto. Nein, kann man natürlich keinem vorwerfen. Fast den ersten Gang getroffen. Also den haben wir getroffen, aber ich habe zum Glück mich ausgekuppelt. Oder wir, ja doch, ausgekuppelt. Jetzt verkacken wir hier das Karussell. Es ist echt herrlich und reden kann ich auch nicht. Ja, ein bisschen Konzentration wäre vielleicht angebracht jetzt mal hier. Ein Loch ist im Eimer. Lars Auto. Viel zu Konzentration. Nein. Nicht sterben, der war so schön. Ja, man kann es eigentlich immer noch nicht glauben, dass wir jetzt drei Sim-Racing-Titel haben mit einer lasergescannten Nordschleife. Und alles recht erschwinglich, sag ich mal. Die Raceroom-Variante kostet einen 10er. Kommt mit 4 Layouts daher und ist natürlich auch die 20 bzw. 25 Kilometer lange Strecke. Also da kannst du vom Kostenfaktor im Vergleich zu den anderen Strecken, da kannst du eigentlich echt nichts sagen. Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit hier reingeflossen ist, wie lange daran gearbeitet wurde. Ach komm! Manuel klammt! So, jetzt lassen wir mal durchflügen hier. Ich habe nämlich keine Barrieren gesehen. Scheiße, Motor und Getriebe ist schon ein bisschen im Arsch. KI-Steuerung! Hä? Ach so! Ach so läuft der Hase! Da sind wir hier schon in der Box und dann ist jetzt die KI-Steuerung. Ja, dann ist natürlich auch eine Möglichkeit. Schade. Wir haben ja jetzt da so reingeführt. Wahrscheinlich, ne? Du bremst doch jetzt bestimmt hier ab, ja genau, und dann fahren wir schön rechts rein, ab in die Box. Ja, okay, das finde ich bei Assetto Corsa ein bisschen flüssiger, da hast du ja komplett freie Hand. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und was ist jetzt hier? Jetzt fährt man wieder dahin, oder was? Ne, ich würde gerne in die Box einmal kurz, damit wir uns das Fahrzeug reparieren können. Jawohl, zack. Und dann geht's weiter. Oh, kommt einer mit hier?
Also, oder vielleicht, obwohl das ist ja auch die Touring-Klasse, ne? Nee, dann fahren wir mal alleine. Und geben wir nochmal so ein bisschen Gas. Versuchen mal eine gültige Rundenzeit hinzukriegen. Natürlich aber auch nur, wenn da keine Leute joinen, weil das ist echt, ja, ist ein bisschen heftig gerade. Das ist vielleicht, boah, in der normalen Session, wenn man dann, wenn wir alle drin sind, ne, so Community-Rennen mäßig, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Weil dann sind ja irgendwann alle drin. Da gibt es vielleicht noch ein, zwei Nachzügler. Aber man hat nicht so eine regelmäßige Gefahr, dass jemand joint und dir einfach mal das Rennen versaut. Aber ganz geil ist es natürlich trotzdem nicht. Ja, das ist echt mal dick eine halbe Sekunde, wo einfach mal Standbild herrscht. Ich hoffe, das bringt mir nicht die Synchronisation hier durcheinander. Wow! Sehr viel Abtrieb hinten und da fliegen wir raus. Oh. Join Lake und Herzchen hat da gerade jemand geschrieben. Ja, das ist tatsächlich dann wohl nicht nur mein Problem. 300 km/h. Ja, alter Schwede, ist uns gerade die Nase ein bisschen hochgegangen, ne? Jetzt nicht hier, bitte, nicht hier. Können wir hier nicht gebrauchen. Fällt mir gerade mal so ein, wo ich das Lenkrad sehe. Gibt es nicht neue Fahreranimationen, die ich jetzt eventuell nicht eingeschaltet habe? Habe ich da nicht irgendwas gelesen? Scheiße, muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht können wir bald die Arme reinmachen und trotzdem 900 Grad Lenkwinkel behalten. Visuell natürlich. Das war arschknapp. Ich dachte, wir hätten verloren. Boah, wie der sprintet aber auch. Man geht bei circa 200 in den dritten Gang ein bisschen drunter. Und wenn man dann drauflatscht, da geht's nochmal so nach vorne. Muss da gleich mal drauf achten. 200, zack, 10, 20, 30, Turbolader voll am Start. Ich habe mal gar nicht geguckt, wie viel Bar der jetzt überhaupt drückt hier. 2,5, volle Lotte. Oh Mann, Thorsten, ey. Ja, easy. Ein paar Grad Drift. Wie schön war das denn bitte? Das war ja herrlich. Und da gibt es so einen Punkt, wo sich Race Room ziemlich lecker anfühlt. Nämlich genau beim Übersteuern und beim Einfangen. Zumindest bei diesem... Naja, das war ja gerade schon so ein Drift, den wir gemacht haben. Oh, fuck. Ja, hätten wir rechts einen Seitenstreifen berühren dürfen. Scheiße.
Naja, da fühlt sich Race Room auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Kurz vorher und kurz nachher ein bisschen schwammig, finde ich. Also der Übergang ist nicht so ganz klar. Ist nicht so ganz definiert durchs Force Feedback, durch das, was man fühlt. Ist vielleicht aber auch noch eine Einstellungssache. Oh Mann! Und jetzt ist es komplett abgestürzt. Ja, jetzt ist es richtig abgestürzt. Oder einfach nicht. Hä? Die Aufnahme läuft noch. Ach, ist das komisch. Kann ich hier noch draufklicken? Nee. Ja, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was von der Wiederholung zeigen, aber wahrscheinlich nicht. Hier gibt's noch mal ein bisschen was, was ich dann so vielleicht eventuell nachher noch aufnehme. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Der Multiplayer ist leider noch ein bisschen laggy und crashy, so wie es aussieht. Ja. Tut mir leid, unrundes Ende. Aber gut, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.